Das erste ist, dass wir nachhaltig strategisch sind. Wir sind kein Kurzfristinvestor, sondern wir bleiben lange an Bord. Das ist ein Grundsatz unserer Zusammenarbeit und wenn es mal schlecht läuft, dann ist das für uns kein Grund, uns zurückzuziehen, sondern im Gegenteil, dann unterstützen wir umso mehr. Wir haben Elite-Partner eigentlich wachsen lassen 2008, 2009, als es in der Wirtschaft schlecht war. Und da kommt dann unser langfristiger Gedanke zum Vorschein. Wir haben dort die Hähne aufgedreht und besonders viel Werbung gemacht für Elite-Partner und haben dort den Grundstein gelegt, Nummer 1 zu werden. Ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, wenn der Sturm aufkommt, ziehen wir das Segel nicht ein, sondern legen eigentlich ein bisschen was drauf, um zu beschleunigen. Der zweite Grundsatz unserer Zusammenarbeit ist Dezentralität. Wir mögen es einfach, dass unsere Unternehmen dezentral sind, dass sie dort bleiben, wo sie groß geworden sind, wo sich die Leute zu Hause fühlen. Und das merkt man. Eine Holiday Check, die sitzt in Bottichhofen am Bodensee. Wir haben einen Elite-Partner, die sitzt im Hamburger Hafen. Und wir haben einen Media Sales, der ist hinter mir hier in München. Und daran wird sich auch nichts ändern. Wir mögen es, dass die Unternehmen dezentral vor Ort sind. Das dritte, und das bedingt sich ein bisschen aus der Dezentralität, ist, wir lieben Gründer. Wir möchten, dass die Gründer einfach an Bord bleiben. Das brauchen wir auch, weil wir eben dezentrale Unternehmensstrukturen haben und wir fest daran glauben, dass die Gründer die Besten sind, das Unternehmen wirklich mit uns gemeinsam noch größer zu machen, als es ist. Wenn wir uns die Holiday Check angucken, das war schon 2006 ein tolles Unternehmen. Aber ich glaube, wir haben da noch mal eine Menge mitgebracht. Die waren groß, aber wir haben sie wirklich groß gemacht. Heute haben die 17 Millionen Visits. Seit wir eingestiegen sind, ist der Umsatz jährlich um über 70% gewachsen. Wir sind eindeutig Marktführer in Deutschland, die größte Reisecommunity, haben die Wettbewerber weit hinter uns gelassen. Und das macht natürlich Spaß, das ist profitabel und davon profitieren wir als Investor, als aktiver Investor. Und davon profitieren natürlich auch die Gründer, die immer noch mit an Bord sind. Das erste ist, wir können Marken wahnsinnig schnell bekannt machen. Das können wir zum einen, weil wir wissen, wie man das SEO-SEM-Spiel spielt. Das können wir zum anderen, weil wir natürlich eigene Portale haben wie Focus Online mit einer enormen Reichweite. Und das können wir, weil wir einer der reichweitenstärksten deutschen Online-Vermarkter sind und damit Zugriff auf wahnsinnig viele Werbeplätze haben, die wir mit in so eine Zusammenarbeit einbringen können. Das zweite ist, wir wissen dann, wie man diese Reichweite zu Geld machen kann. Wir wissen, wie man monetarisiert, was es für Stellschrauben da gibt und unterstützen dabei. Das dritte, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, die Unternehmen, in die wir einsteigen, wachsen sehr, sehr schnell. Wie muss ich denn Technik auslegen, damit die mit 17 Millionen Visits im Monat klarkommt? Da helfen wir. Und das vierte, was wir mitbringen, wir halten den Rücken frei von all den Dingen, wo man Rechtssicherheit braucht, sei es AGB, sei es ein Steuerabschluss. Da bringen wir Erfahrungen mit, da helfen wir, dass Gründer sich auf ihr Produkt konzentrieren können und da die lästigen Dinge einfach nicht in den Weg querschießen. Was wir wirklich können, ist Unternehmen groß machen und alles zur Verfügung stellen, damit die Unternehmen gesund groß werden. Und das wollen wir in den Markt bringen. Wir wollen Gründern zeigen, was wir eigentlich für sie tun können, für ihr Unternehmen und warum es Spaß macht, mit uns zusammenzuarbeiten.